Hallo, hier ist wieder Defi.jetzt mit Tor Alexander und Mario. Und wir hatten uns letzte Woche als Live-Veranstaltung, es war Anfang Juni gewesen, Live-Veranstaltung und Kooperation der Meetup-Gruppen in Stuttgart und in Sachsen, hatten wir uns live oder online getroffen gehabt und haben über Code of Conduct, also Verhaltensregeln im Kryptobereich gesprochen. Und dazu hatten wir uns vier Gäste eingeladen, den Dr. Johannes Pfeffer, den habt ihr ja schon mehrmals gehört gehabt, den hatten wir auch im Podcast schon zweimal drin. Dann Professor Markus Büch, da steht der zweite Podcast mit ihm noch aus. Sergi Kunz haben wir uns auch eingeladen von One Inch, mit dem hatten wir auch schon mehrere Gespräche. Und neu dabei war der Jochen Kassberger von BlockLab. Mit dem werden wir voraussichtlich im August auch nochmal ein Gespräch machen. Nachfolgend hört ihr einen Zusammenschnitt. Ja, genau. Wir lassen also unsere vier Gäste jetzt gleich nochmal zu Wort kommen mit kleinen Ausschnitten, in denen wir sie kurz nochmal zu Wort kommen lassen. Und danach kommt was dann, Tor? Danach sprechen wir nochmal, überhalten uns, was wir so als Extrakt mitgenommen haben, und fassen das zusammen. Genau, ich muss allerdings schon mal dazu sagen, also so richtig zum Schluss sind wir da natürlich nicht gekommen, denn das ganze Thema der Verhaltensregeln ist natürlich ein weit gefasstes Feld und das schafft man nicht in einer Veranstaltung. Aber so ein paar Regeln haben wir uns dann doch schon mal rausgesucht, aber ganz am Ende dieser Reise sind wir noch nicht natürlich. Ich denke eher, wir sind am Anfang und das Wichtigste für uns war, auch erstmal die richtigen Fragen zu stellen. Genau. Also, viel Spaß. Genau, viel Spaß. Es fängt an mit Sachen, die überhaupt nicht mit DeFi oder so zu tun haben. Ja, also man kann auf Blockchains zum Beispiel jemanden Verantwortung aufzwingen. Das ist etwas, was wir zum Beispiel mit Vitalik Buterin letztens gesehen haben, ja, der diese ganzen Dog-Tokens zugeschickt bekommen hat. Und wer so diese Dog-Tokens hat und so wie er einen großen Teil des Supplies eines teuren Produktes, der kann sich dieser Verantwortung nicht mehr entziehen. Du kannst nicht sagen, ich mache nichts. Ne, oder die Macht sozusagen, die damit kommt und die jemand anders dir ungefragt auferlegt hat, die ist erstmal da. Ne, und mit der muss man umgehen. Und auf diese Art und Weise gibt es noch andere Dinge, wie man sich vorstellen könnte, jemandem anderen Macht aufzuzwingen oder Verantwortung aufzuzwingen. Ich könnte zum Beispiel den Tor, wenn ich seine Wallet-Adresse kenne, eintragen in einem Smart-Contract-System als sozusagen den ultimativen Entscheider. Ich habe das gebaut, ich habe es aufgesetzt, es gibt irgendwie 100 Millionen Nutzer drin, 100 Millionen Dollar drin mit vielen tausend Nutzern, und wenn was schief geht, kann nur Tor Entscheidungen treffen, ohne dass ich ihn jemals gefragt hätte, ob er das will. Das ist ein großes ethisches Problem. Es gibt auch ähnliche vergleichbare Sachen durchaus in der Nicht-Blockchain-Welt. Also so richtig gute Beispiele fallen mir nicht ein, aber ich weiß, dass es welche gibt. Also ich kann natürlich auch jemandem ungefragt Geld senden auf sein Konto. Ja, es ist jetzt nicht so, dass man nicht ungefragt von der Mafia Geld kriegen könnte. Aber es gibt halt dann so ein paar Möglichkeiten, auch da zu reagieren. Aber die unterscheiden sich. Ich kann auch als Erbe eingetragen werden, aber das habe ich dann die Möglichkeit auszuschlagen. Ich glaube, dass dadurch, dass die Systeme auf der Blockchain an sich autonom funktionieren, wenn sie so programmiert sind, ist dieses Verantwortung übertragen einfacher und sozusagen mit mehr Konsequenzen versehen. Das ist so ein Punkt, wo es an ethische Fragen geht, denen wir so bisher entweder nicht kennen oder neu aushandeln müssen. Im DeFi-Bereich gibt es das große Spannungsfeld zwischen Dezentralität oder Trustlessness und Trust. Also wer ein neues DeFi-Protokoll etabliert, keine Ahnung, was wirklich erfolgreich ist, wo viel Geld drin steckt, wo die Leute investiert haben, also wo von vielen Menschen, vielen verschiedenen echten Menschen Geld drin steckt, der muss sich immer überlegen, was ist verantwortungsvoll oder was ist die Art und Weise, wie ich mit Verantwortung umgehen will. Wenn so ein System komplett autonom funktioniert, sozusagen dezentral ist, also
decentralized ist so das, was man meistens dafür verwendet, aber es gibt da wirklich Schattierungen von. Aber ich definiere es jetzt mal so, als wenn es einmal läuft, dann funktioniert es nur nach den einprogrammierbaren Regeln. Es gibt keine Akteure, die von außen die Regeln ändern können. Das wird meistens als gut angesehen. Also es ist oft sowas, was wie ein Qualitätskriterium für ein Projekt gilt, weil natürlich das auch bedeutet, dass die Erfinder oder diejenigen, die es gestartet haben, nicht gegen die Regeln handeln können und einen sogenannten Rug-Pull machen können und mit dem Geld verschwinden können. Aber es bedeutet eben auch, wenn was schief läuft, gibt es keine Möglichkeit einzugreifen. Also es gibt keinen, der sagen kann, okay, stopp, wir machen das Ganze mal halt und gucken dann erstmal, was los ist. Oder wir versuchen, das Einzige, was man dann machen kann, ist, man kann sozusagen versuchen, schlauer zu sein, als wer auch immer dieses Protokoll angreift und einen sogenannten White-Hat-Hack machen und dann verantwortungsverhandeln, indem man sozusagen selber die Funds raubt aus dem Protokoll und dann verteilt an die berechtigten Entitäten, Personen. Also dieses Spannungsfeld dazwischen, was ist eigentlich dezentral überhaupt gut in allen Fällen oder ist sozusagen autonom als für ein Smart Contract System was Gutes? Sollte es die Möglichkeit geben, Updates zu machen, wenn was schief geht? Sollte es die Möglichkeit geben, Funds zu retten? Und wenn ja, auf welche Weise ist es implementiert? Es ist ja in der Realität, also jetzt in den aktuell auf der Blockchain aktiven Smart Contract Systemen, ist es bei fast allen so, dass es, dass die Kontrolle noch in der Hand der Teams liegt, zu unterschiedlichem Maße. Und es gibt auch Protokolle, die das ganz explizit nicht tun. Uniswap als eines der bekanntesten Beispiele gehört zum Beispiel zu denen, wo die Erfinder praktisch keinen direkten Einfluss auf Parameter oder auf Funds haben. Ne? Aber bei anderen ist es komplett anders. Ja, dann ist auch die Frage, wie wir die ethischen Normen, die wir etabliert haben, also die im traditionellen, im TradFi gelten, im traditionellen Finanzsystem gelten. Da gibt es so ein paar Dinge, die sind im Prinzip international anerkannt als Verhaltensregeln, die gelten und die praktisch in jeder Legislation dafür entsprechende Gesetze in leicht unterschiedlicher Ausprägung, aber alle sagen im Prinzip dasselbe, hinterlegt sind. Also eine Sache, über die sich eigentlich alle einig sind, ist, dass beim Aktienhandel Insider-Trading verboten ist. Wie genau Insider-Trading definiert ist, also was das jetzt konstituiert und wann es okay ist, das unterscheidet sich natürlich. Aber grundsätzlich darf niemand andere Leute dadurch übervorteilen, dass er oder sie Informationen hat, die ihm einen besseren Trade ermöglichen, weil er aus dem inneren Kreis eines Projektes einer Firma kommt. Und in Krypto gibt es diese Regel ganz offensichtlich nicht. Es ist fast schon cool, so mit Alpha nennt sich das, ja, mit Alpha-Leaks um sich zu schmeißen, ja, und sozusagen, oder auch eben nicht um sich zu schmeißen, sie zu haben, darüber zu agieren. Und das ist nichts anderes als Insider-Trading. Du hast einen Informationsvorsprung, weil du mit dem Projekt eng verbandelt bist oder weil dir jemand etwas gesteckt hat heimlich. Und mit diesem Informationsvorsprung machst du Geld. Das ist Insider-Trading. Dann gibt es noch den ganzen Komplex des Wash-Tradings und so weiter und so fort. Und die Frage ist, sind diese ethischen Normen, die wir im traditionellen Finanzbereich festgelegt haben, sind die übertragbar? Sollten wir die übertragen? Und gibt es da technische Hürden? Also, die gibt es ganz sicher, ja. Also, und dann kommt man in fundamentale Diskussionen rein, in fundamentale Fragen rein. Ist eine Blockchain wirklich ein autonomes System, was nicht moralisch-ethischen Regeln unterliegt? Und da gibt es die Leute, die sagen, ja, sie muss so designt sein, dass sie genau sehr robust ist gegen all diese Dinge und völlig neutral agiert. Und es gibt ein anderes Lager, das sagt, auch eine Blockchain ist nur die Summe ihrer Nutzer. Und wenn sich die Nutzer entscheiden, dass sie bestimmte Dinge sanktionieren wollen, dann ist es in Ordnung und sie können die Regeln ändern. Also angenommen, es würde zum Beispiel über Bitcoin ganz offensichtlich ein terroristischer Akt finanziert. Das ist sozusagen klar und man weiß, dass es da gerade passiert ist. Dann könnten alle, die Bitcoin in Bitcoin Stake haben, also vor allem die Miner, aber eben auch die gesamte Community, die Core-Entwickler, könnten eine gemeinsame Meinungsbildung vornehmen und sagen, auch wenn wir das nie vorhatten, auch wenn das gegen viele unserer Grundsätze verstößt,
hier machen wir einen irregulären State Change und enteignen diese Bitcoin. Das ist unwahrscheinlich auf Bitcoin, aber das liegt nicht daran, dass es nicht möglich ist, sondern das liegt daran, dass sozusagen der Konsens über die Ethik dieses Projektes eben so ausfällt bei Bitcoin. Bei anderen Projekten, bei Ether, wäre ich mir da gar nicht mal so sicher. Ne, da gab es in der Vergangenheit irreguläre State Changes, die Regeln temporär geändert haben, um Dinge durchzusetzen, die so eigentlich nicht möglich sind auf der Blockchain. Dann ist es allerdings seitdem nie wieder passiert. Also die Schwelle ist seitdem offensichtlich höher, wann sowas möglich ist, aber sie ist nicht bei null. Ich gehöre eigentlich eher zu dem Lager, das sagt, auch eine Blockchain besteht aus den sozusagen Entscheidungen, was man auf einer Blockchain darf oder nicht darf, ist da auch die Summe aller Stakeholder einer Blockchain. Und natürlich können wir die Regeln ändern, wenn sich dafür eine Mehrheit findet. Das ist bei jeder Blockchain so, auch bei Bitcoin. Das ist so ein ganz fundamentales Problem. Und dieses fundamentale Problem spiegelt sich dann wieder in sozusagen dem allerfundamentalsten Problem. Und das ist der Kollisionskurs zwischen staatlicher Souveränität und dezentralen Blockchains. Die Staaten sind im Moment in so einer Zwickmühle. Sie sehen die Fälle davon schwimmen. Sie wissen, dass wenn sie jetzt nicht schnell handeln, dann können sie wahrscheinlich in Zukunft keinen Einfluss mehr auf Blockchain ausüben. Also wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit da Aktionismus sehen und es wird gehandelt werden und versucht werden, irgendwie die Kontrolle zu behalten, weil sowohl über die Währungspolitik als auch über wirtschaftliche Aktivitäten generell möchten die Staaten weiterhin die Hoheit behalten. Es muss sowohl Prozesse zu Wirtschaftskriminalität geben können, als auch die Staaten möchten weiterhin die Geldpolitik bestimmen können und geldpolitische Hebel in der Hand halten. Und da wird es sicherlich zu einem ziemlich extremen Clash kommen. Das ist so eine provokative These von mir. Und das ist gar nicht mehr so weit entfernt. Ich würde sagen, das passiert innerhalb der nächsten 5 Jahre. Da wird sozusagen es so eine Art Showdown geben. Und dann werden wir danach sehen, wenn der Staub sich wieder gelegt hat, wie wir dastehen als Menschheit mit diesem neuen System Blockchain, was so mächtig ist und staatliche Souveränität, also eine der wenigen Konstanten der letzten 100 Jahre, in Frage stellt. Ja, erwartest du da, Johannes, einen konzertierte Aktion, zum Beispiel von G20? Ich denke nicht, dass es noch 5 Jahre dauert, aber wäre ein Beispiel. Also welches Gremium oder welcher internationale Zusammenschluss sich da dann sozusagen hervortut und das macht, das kann ich so nicht sagen. Ne? Das kommt darauf an, welche Interessensgemeinschaften, die diese vertreten, glauben, die höchste Wirkungsmacht zu haben oder wo sie die höchste Aussicht auf einen Kompromiss, dem alle beitreten, sehen. Ne? Und muss aber auch sagen, dass ich mich in den letzten Monaten verstärkt mit dem Thema Bitcoin beschäftigt habe, weil ich so das Gefühl habe, und was heißt Gefühl, es ist wahrscheinlich auch Realität, dass die ganze Welt irgendwie alle Probleme, die die Menschheit so verursacht, auf Bitcoin draufkippt. Und sei es das Klimathema, sei es Terrorismusfinanzierung, sei es das Thema Geldwäsche, sei es das Thema Spekulation. Das ist ja auch alles etwas, was Johannes jetzt gerade so angesprochen hat in verschiedenen Aspekten, wo es dann auch um die Frage geht, trägt denn da jemand Verantwortung? Brauchen wir vielleicht Verhaltensregeln für alle? Und das sind halt so drängende Fragen, die gerade auch, was Johannes gesagt hat, auf das Thema Dezentralität zulaufen. Ein bisschen paradox, ja, bündeln die sich sozusagen darin, weil in der Dezentralität gibt es keine Verantwortung einer zentralen Figur oder eines Akteurs. Und das ist so das Grundthema. Und die zwei Pole fand ich auch schon super, wie Johannes das dargestellt hat. Hast du ja damals als Kryptomaniac, habt ihr ja ziemlich viele Smart Contracts und Schneeballsysteme unter die Lupe genommen. Und da hast du ja natürlich auch einiges an Erfahrung sammeln können. Und was kannst du denn da als Erfahrung heute hier mit einwerfen in die Diskussion? Gut, was ich mitgenommen habe aus der Zeit ist, dass wenn jemand sagt, er bringt dich um, dass das nicht so unbedingt sein muss. Das war nämlich der Fall bei mir, weil wir haben die natürlich gehatet, die ganzen Ponzi-Schemes.
Schneeballsysteme. Wir haben die auseinandergenommen, haben den Leuten erklärt, schaut mal, da ist ein Backdoor oder da ist ein Bug, da kann man komplett Geld rausholen. Oder so. Seitens Admins und dass es ein Schneeballsystem ist, mathematisch auch bewiesen, dass das Ding dann irgendwann auseinanderfällt und einen genaueren Zeitpunkt bestellt und so ein Zeug. Es war eine tolle Zeit. Schlaflose Nächte, 3-4 Stunden Livestreams fast jeden Tag, fast ein halbes Jahr, mehr als 100 Security Audits und Livestreams. Ich habe davor keine Smart Contracts gecodet. Ich habe mir Readme angeschaut, von Solidity, groß nichts gecodet, ein bisschen ausprobiert. Aber der Anton war ziemlich tief drin. Er hat schon auf ein paar Hackathons mitgemacht, hat schon Preise von $50,000 mal abgeholt. Ja, da habe ich dann einiges mitgenommen. Ja, all die Hacks, die man halt so machen kann in Solidity, um Gas zu sparen und das kosteneffizient dann zu bauen, war eine tolle Zeit. Der Ausgangspunkt von Bitcoin war ja schon, oder der Hauptpunkt, den es zu lösen galt, war die quasi, wie verhindert man Betrug auf digitaler Ebene, um überhaupt das System zum Laufen zu bringen. Ich glaube, im Kern, im Algorithmus hat man es hingekriegt, aber man kriegt diese menschliche Komponente in allen weiteren Zwiebelringen, die sich darum ergeben. Du brauchst eben Miner und die müssen was betreiben. Und damit haben sie auch zumindest einen Zugriff. Ob daraus eine Verantwortung ableitbar ist, können wir ja nochmal diskutieren. Aber du kriegst dann die menschliche Komponente wieder rein. Es ist eben nicht nur das isolierte System. So, das waren die Ausschnitte aus dem zweistündigen Gespräch. Wir bitten auch zeitweise die schlechte Tonqualität zu entschuldigen. Und wir gehen jetzt mal in die Zusammenfassung. Das heißt, der Mario und ich. So, also Thema, wie gesagt, war Verhaltenskodex für den DeFi-Bereich mal anzudiskutieren, anzukratzen. Wir hatten eine erste Diskussion und auch ein bisschen leichte Erörterung in dem Bereich, aber wir sind lange noch nicht irgendwie zu einem Resultat gekommen. Und als erstes hatten wir den Dr. Johannes Pfeffer gebeten, was zu sagen. Und Mario, du warst der Protokollant. Was hat er denn gesagt? Ja, genau. Der Johannes, der ist gestartet mit einer Einführung sozusagen, dankenswerterweise. Und hat da im Prinzip ganz richtig, was ich fand, gesagt, eigentlich in diesem neuen Bereich der dezentralen Finanzen ist sozusagen das neueste und spannendste Thema für ihn, sagt er. Das hatten wir auch in dem Soundschnipsel drin, was es zurzeit in Krypto gibt. Und da müssen wir gucken, sozusagen, wie wir unsere Ethiken und unsere Verhaltensregeln in diesen Bereich übertragen bekommen. Seiner Meinung nach ist es so, dass wir eigentlich diese Regeln der traditionellen Finanzwelt, die sich ja über die letzten Jahre gebildet hat, da hat der Jochen auch mal was Gutes dazu gesagt, kommen wir später dazu, dass wir die eigentlich ja in die dezentralen Finanzen mit übernehmen können. Er hatte da jetzt als Beispiel gebracht das Verbot von Insider-Trading. Das ist ja in der normalen Finanzwelt schon verboten. Das kann man ja auch leicht, beziehungsweise mehr oder weniger leicht, kann das nachgewiesen werden. Und dann sagt er ganz richtigerweise, in DeFi ist das ja irgendwie schon fast cool, sozusagen Insider-Trading zu betreiben. Da hat er es richtig, dass der Begriff dafür ist sozusagen Alpha. Also Alpha ist sozusagen das Wissen um irgendwelche Dinge, die in einem Protokoll in der Zukunft passieren. Und wenn man das Alpha, also das Wissen dazu hat, dann kann man natürlich den Token zu dem Protokoll vorher schon kaufen. Und das ist im Prinzip Insider-Trading. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich auch mitbekommen. Also wer Alpha hat, der ist cool. Und der kann damit, es ist also nicht wirklich verpönt, da Insider-Trading zu betreiben. Das sind große Probleme in DeFi, die wir haben, sozusagen. Bloß Johannes aber beim Johannes und nicht beim Jochen? Genau. Wir sind immer noch beim Johannes. Weiterhin sagte der Johannes dann als guten Übergang, als von mir die Frage kam, welche erste Regel wir uns denn jetzt auf die Fahne schreiben wollen. Da hat er richtigerweise gesagt, vielleicht sollten wir das Pferd andersrum aufzäumen. Und zwar nicht etwa, was wir nicht machen dürfen, sondern eher, was ist, nee, beziehungsweise was nicht, was sollten wir machen, sondern eher,
was sollte denn auf keinen Fall gemacht werden? Was sollten sich denn die Protokollersteller und auch die Nutzer in dem ganzen System überhaupt nicht leisten können? Und da ist zum Beispiel ganz vorne dran, sozusagen Geld aus den Protokollen zu stehlen. Das ist, wenn das richtig programmiert ist, sowieso nicht möglich, aber es gibt genug Protokolle, die machen das trotzdem. Jetzt auch die letzten Tage ist es wieder passiert. Es passiert eigentlich ständig, aber das ist sozusagen eine gute Herangehensweise, nicht was sollte man tun, sondern eher was sollte man nicht tun. Und als erstes, was er auch dann dazu gesagt hat, sozusagen ein schönes Zitat, lass dich nicht dabei überführen, aktiv zu täuschen, ist eine der Regeln, die habe ich auch dann gleich bei uns dann im Ergebnis mit dazu geschrieben. Und er sagte dann auch ganz richtig, es gibt schon zwei solche dezentralen Rating-Seiten sozusagen, also nicht, wie jetzt wir im Traditionellen haben wir ja Moody's und wie sie alle heißen, da die Rating-Agenturen. In der dezentralen Welt gibt es da sozusagen defisafety.com und den defiscore.io. Und das sind sozusagen dezentrale Ratings für dezentrale Finanzprotokolle als erster Schritt in die richtige Richtung sozusagen. Ja. Und das Problem ist halt, in dieser ganzen dezentralen Welt sind wir ja eigentlich vertrauenslos, also trustless unterwegs, und jetzt versuchen wir ja aber ein System uns zu erarbeiten und uns zu überlegen, wie wir das Vertrauen wieder reinbekommen. Ist natürlich, ist fraglich. Ich bin gespannt, wie weit wir kommen und ob wir zu was kommen auch. Ja, gut, wir haben zumindest einen Ansatz, genau, über den wir jetzt schon mal diskutieren, und dann können wir auf das nächste Niveau uns hinbewegen. So, der Sergej, den hatte ich ja auch mit extra eingeladen gehabt, weil er ja damals mit den Kryptomaniacs, also mit seinem Freund Anton aus Moskau, haben die ja eine ganze Reihe von Betrugssystemen analysiert und zerlegt in sogenannten Lifehacks. Und was hat denn der Sergej Schönes gewusst und beigetragen? Ja, genau, der Sergej, der hat ein bisschen aus seiner Zeit da mit den Kryptomaniacs erzählt. Mit dem Anton zusammen hat er ja dann auch das One-Inch-Network erstellt. Da hat er sozusagen ein schönes Zitat, was ich mir da rausgeschrieben habe, was der Sergej gesagt hat. Er ist lieber ein Tag ein Held als einen ganzen Tag ein Dieb sozusagen. Ein ganzes Leben, genau. Lieber ein Tag ein Held als ein ganzes Leben ein Dieb. So rum ist es richtig. Denn er hat genau im Prinzip, er hat Protokolle durchsucht, wie man den Geld stehlen kann, und er hat es aber den Leuten, die das Protokoll erstellt haben, dann hat er das gemeldet, und daraus hat sich dann eigentlich schon eine schöne Regel auch gegeben. Die Protokollersteller sollten bitte genug Anreize für Whitehat-Hacker zur Verfügung stellen. Whitehat-Hacker, das sind also sozusagen die Hacker mit den, man kennt das ja aus den Bildern, die bösen Hacker, die haben immer die Kapuze und die Sonnenbrille, da sitzen die vorm PC und stehlen Geld. Das sind sozusagen die Black Hats, und dann gibt es die White Hats, also die haben den weißen Hut auf und eine weiße Robe, und das sind die ganz Lieben, die hacken sozusagen, um Sicherheitslücken zu suchen und sie aber nicht zu ihren eigenen Gunsten auszunutzen. Und das hat der Sergej zum Beispiel auch gemacht. Die haben da eine Lücke gefunden über, wie viel waren es, 2 Millionen. Da hätte man sich 2 Millionen Dollar klauen können. Und das wäre also eine schöne weitere Regel. Behaltet genug Anreize für genau solche Leute wie den Sergej. Davon gibt es in Krypto genug. Behaltet genug Geld bereit, um solchen Leuten dann auch eine Belohnung auszuzahlen, wenn sie denn Lücken in eurem Protokoll finden. Weiterhin hat er von Shitstorms, das sollte ja auch allen ein Begriff mittlerweile sein, erzählt, dass er und sein Team regelmäßig eigentlich in Shitstorms reinkommen. Und da war die Frage, wenn Shitstorms entstehen, irgendjemand muss da ja gegen irgendwas verstoßen haben. Also irgendwelche Regeln gibt es ja anscheinend schon, die Community sich auf die Fahnen geschrieben hat. Jetzt ist fraglich, welche sind denn das? Und ja, in dem Sinne aber, Shitstorms regulieren zurzeit Krypto. Da hat er ein schönes Beispiel. Damals ist es passiert, das Sushi-Protokoll, der Ersteller davon, hat sich mehrere Millionen Tokens irgendwann ausgezahlt, und da ist natürlich ein Shitstorm entstanden darum. Der Mensch wurde im Internet gejagt, dem haben sie sozusagen auch der hat nur mit einem
der war nur mit anonym unterwegs und die haben rausgefunden, welcher Mensch das ist und da ist es ihm natürlich zu viel geworden und da hat er später sein Geld zurückgegeben. Also gegen irgendwas hat er verstoßen. Irgendwelche Regeln müssen in DeFi schon bestehen. Es ist jetzt nur interessant rauszufinden, welche das denn sind. Ansonsten, nach Sergejs Ansicht, ist DeFi eben der wilde Westen. Hat er von einem Protokollersteller erzählt, der hat auch einen Porno gedreht. Da gibt es auch noch ganz viele andere Geschichten. Also alles ist möglich zurzeit und das ist halt problematisch, weil eben noch nichts, weil es schwer regulierbar ist, wird alles gemacht, was gemacht werden kann. Ja. Jetzt gucke ich noch mal kurz in meine Notizen hier, ob der Sergej noch was Gutes gesagt hat. Genau, ja, vertraue keinem. Denn meine Frage war, welchen Regeln sollen wir denn vertrauen? Und eigentlich, wie gesagt, wir sind in einer vertrauenslosen Welt unterwegs. Wir müssen eigentlich ja gar keinem mehr vertrauen. Jein. Also ich meine, die Smart Contracts, da gibt es ja Auditierer. Und wenn jetzt ein Smart Contract oder ein Protokoll von mehreren, sagen wir mal, Entitäten, Instanzen, die etwas zu verlieren haben, auditiert wurde, dann denke ich mal, kann man denen schon vertrauen, weil die haben ja auch ein bisschen was zu verlieren, und zwar ihren Namen, und die sind auffindbar, relativ einfach. Also ja. Ist richtig, vertraue keinem, aber ein gewisses Maß an Grundvertrauen, dass das System funktioniert, dass im Großen und Ganzen auch ehrlich abgeht, das braucht man einfach, sonst kannst du dich erschießen, müssen wir so ausdrücken. Ja, und dann ein Gutes noch, die Jungs von Oneinch, die haben ja auch guten Code im Prinzip abgeliefert. Denen ist es oft genug passiert, dass er eben kopiert wurde. Und das ist noch was Sergej sehr wichtig ist und was am Ende auch mit in die Regeln, die wir jetzt uns zusammengefasst haben, zum Schluss auch eingeflossen ist. Man sollte schon, ich meine, Krypto und diese ganzen Protokolle, die sind meistens Open Source. Ja. Das heißt aber nicht, dass man einfach hingehen kann und sich die Sachen abkopieren kann und sie für sich selbst benutzt und dann einfach das dabei belässt. Ne. Open Source bedeutet am Ende auch, man muss die originalen Ersteller dieser Protokolle doch bitte auch namentlich erwähnen zum Beispiel und das doch bitte dann auch ordentlich, wie sagt man dazu, anerkennen. Die Leistung der Originalersteller anerkennen. Und das ist auch, sehe ich auch oft genug, dass Protokolle einfach 1:1 kopiert werden, mit allen Sicherheitslücken und dann bei den Kopierern vor allen Dingen oft das Wissen nicht da ist, die dann nochmal sicherer zu machen. Also jedes Protokoll hat am Ende irgendwelche Fehler. Je komplexer es wird, desto mehr Fehler schleichen sich ein. Und wenn man jetzt einfach anfängt zu kopieren, ohne Namen zu nennen, dann ist nicht nur einfach in meinen Augen Diebstahl, sondern es ist auch noch höchst gefährlich, weil die Leute, die kopiert haben, haben ja keine Ahnung, was da eigentlich wirklich passiert. Ja. Gut, ich hatte aber auch den Einwand gebracht oder gefragt, also nicht alles, was jetzt in DeFi veröffentlicht wird, ist ja Open Source. Ja. Es gibt auch Sachen, die nicht Open Source sind, aber trotzdem, jeder Urheber, als Urheber habe ich ja zwei Rechte. Ich habe das Urheberpersönlichkeitsrecht, das ist ein unveräußerliches Recht. Das heißt, wenn jemand quasi mich zitiert, dann muss er mich als Urheber benennen, auch wenn er es kopiert, auch wenn im Open-Source-Projekt. Und das Zweite ist, dass ich als Urheber über die Nutzungsrechte entscheiden kann. Das heißt, ja. Ich kann entscheiden, dass ich das Open-Source, also als freien Code, als Basis für eine Weiterentwicklung der Kryptogemeinde zur Verfügung stelle, oder ich kann sagen, nee, mache ich nicht. Sondern wenn es jemand nutzen will, dann soll er mich fragen. Das gab es ja auch bei einigen Blockchains, die ihren Code bewusst nicht Open Source gemacht haben, damit es da keine Forks gibt. Mhm, okay. Also es ist auch ein ganz guter Forkschutz. Gut, sind wir mit dem Sergej durch. Der Jochen Kasberger von Blocklab, den ich schon eigentlich seit vielen Jahren kenne. Was hat der denn? Du hast ihn ja vorhin schon erwähnt, aber was hat er Schönes noch mit angemerkt? Ja, genau. Der Jochen hat erzählt, dass er eigentlich eher so aus der Corporate-Szene kommt, also eher so in Stuttgart, im Stuttgarter Bereich, dort die größeren Firmen, die dort angesiedelt sind, sozusagen begleitet und denen mit 51 Notes zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe, sozusagen Blockchain
ins Unternehmen bringt, um das mal so grob zu sagen. Und der Jochen sagte eigentlich, dass in seinen Augen hat es Bitcoin beziehungsweise die Bitcoin-Core-Gemeinde, also die Programmierer von Bitcoin, die haben es eigentlich geschafft, Betrug in der Weise aus dem System zu nehmen. Ja? Denn wenn ich dir einen Bitcoin schicke, dann kann ich dich, da ist nicht viel möglich, da irgendwie zu bescheißen. Ja? Also das System funktioniert in dem Sinne, es ist wieder, wie wir es schon gesagt haben, trustless, also vertrauenslos funktioniert das. Wir können darauf vertrauen, dass es aber auch so funktioniert, wie es programmiert wurde. Aber das Problem ist, am Bitcoin und am Bitcoin-System beteiligen sich jetzt wieder die Menschen. Und da sagte das schön, die kommen dann sozusagen, du hast die innere Schicht des Bitcoins, das funktioniert ordentlich. Und in den Zwiebelschichten drumherum kommen dann aber wieder die Menschen dazu. Und Menschen vertrauen sich gegenseitig nicht. Und Menschen sind natürlich irgendwo immer, also sie sind nicht alle, aber es gibt immer irgendwelche schlechten Teilnehmer an solchen Systemen. Und die verkomplizieren dann natürlich das Ganze und bringen uns genau wieder vor diese Probleme, vor denen, weswegen wir jetzt zusammensitzen. Ne? Denn der Code, der macht, was er soll. Aber die Menschen, die verhalten sich halt, wie sie wollen am Ende. Ja? Und das war sozusagen der eine Punkt, den er gesagt hat, dieses Zwiebelsystem um den Bitcoin drumherum. Dann sagt er, dass wir am Ende eine Möglichkeit suchen sollten und es wahrscheinlich auch so passieren wird, dass die Ineffizienzen, die heute in dem traditionellen Finanzsystem bestehen, doch durch diese neuen Technologien, die jetzt in DeFi entstehen, möglicherweise abgebaut werden können. Ja, also was hier Hochfrequenzhandel angeht, dass da, ja, also lassen wir es dabei. Die Ineffizienzen des heutigen Systems können durch neue technologische Ansätze abgebaut werden und die entstehen gerade in diesem DeFi-Bereich. Und lass mich noch mal was zu dem ersten sagen. Das ist mir jetzt erst klar geworden bei unserer Wiederholung. Wir haben ja im Prinzip, was er mit seinem Bitcoin hat, es geschafft, Betrug zu verhindern, aber die Komponente Mensch verkompliziert das Ganze. Ist ja so die Dialektik zwischen analog und digital. Aber auch das Digitale wird ja von Analogen, also von Menschen programmiert. Aber und das Problem oder den großen Nachteil, den ich bei Digitalisierung neben der Entmenschlichung von vielen Techniken, die da zumindest dazu beitragen, auch sehe, ist, oder einen großen Unterschied, bei digital habe ich die Regeln eingebaut, die sind intrinsisch. Und bei analog entscheide ich als Mensch, ob ich die Regeln einhalte. Das beste Beispiel, ich fahre mit dem Auto an die Kreuzung, da steht eine rote Ampel oder eine Ampel, die rot leuchtet. Und dann kann ich entscheiden, halte ich an oder fahre ich weiter. Wenn jetzt ein Roboter, eine Maschine an die Kreuzung fährt und sie sieht ein rotes Licht, dann wird die erstmal gucken, ist das eine Ampel? Ja, ist es? Okay, anhalten. So, und dann gibt es keinen Weg dran vorbei, normalerweise nicht, wenn es nicht entsprechend vorgesehen wurde durch die Entwickler, da diese Kreuzung zu befahren, wenn da ein rotes Lichtlein leuchtet. Ja. So, ja. Und dann machen wir weiter mit dem dritten Punkt noch. Wir haben ja noch was stehen, Mario. Ah ja, genau. Und dann sagt er im Prinzip noch, dass das Problem eigentlich heutzutage ist, dass die Leute, die jetzt DeFi-Protokolle schreiben und die sich jetzt, oder den Großteil der Leute, die sich jetzt an DeFi beteiligen, bei denen fehlt sozusagen das Wissen um die alten Fehler, die in der normalen Finanzwelt, also in der zentralen Finanzwelt schon mal gemacht wurden. Also sozusagen, wie es jetzt rausgezogen hat, also das historische Wissen um Probleme der alten Finanzwelt ist nicht stark genug ausgeprägt. Denn viele Fehler, die jetzt gemacht werden, beziehungsweise Probleme, die es jetzt gibt, die gab es schon vor so vielen Jahren, dass sich die Leute, die jetzt das machen, natürlich nicht daran erinnern können, weil sie gar nicht da waren damals. Und es sozusagen fraglich ist, ob wir denn nicht Leute, die sich damit auskennen, mal mit den Protokollerstellern zusammenbringen sollten, um solche alten Probleme eventuell vorher schon ausmerzen zu können. Jetzt hier, also er sagte zum Beispiel, wer kann sich schon erinnern daran,
wie viel damals, wird ja immer gesagt, die Tulpenkrise damals in den Niederlanden. Wer kann sich denn daran erinnern, wie viel Werte damals verloren gegangen sind? Beziehungsweise wer weiß denn eigentlich genau, was da passiert ist? Ja. Mit diesem Wissen könnte man eventuell schon einige Probleme, die wir schon haben oder in die wir noch reinlaufen, verhindern. Ja gut, ein Problem, was damals dazu geführt hat, dass viel quasi Werte verloren gegangen sind, ist, dass Regeln während der Laufzeit geändert wurden. So, und das kann ich bei analogen Systemen, kann ich halt die Regeln ändern. Und in einem digitalen System, da müsste ich halt den Code ändern. Das heißt aber dadurch, dass hier die Codeänderungsmöglichkeiten geringer sind, habe ich hier eine höhere Sicherheit, dass die Regeln während der Laufzeit nicht geändert werden. Aber das ist auch wieder nur Makulatur, weil wenn ich einen Token rausgebe, dann akzeptiere ich ja den Token auch für eine Dienstleistung, für ein Produkt. Und dann kann ich plötzlich sagen, ja, aber ich akzeptiere diesen Token nicht, du brauchst jetzt die Version 2.0. Und somit zwinge ich die anderen natürlich auch wieder, dem neuen Protokoll, den Änderungen zuzustimmen. Also ist Problem erkannt, aber dann muss man halt noch ein bisschen überlegen, was man da oder wie man das Problem lösen kann. Ja. So, und dann hat man noch den Professor Markus Büch. Genau. Der Markus war auch dabei und der hat sozusagen sein Wissen aus seinen geteilt mit uns aus seinen Vorlesungen, die er gibt, unter anderem mit. Und in seiner Einführungsrede war es sozusagen, sagte er, gefühlt ist Bitcoin und Krypto zurzeit, wenn man so die Nachrichten anhört und wenn man so Zeitungen liest, gefühlt ist Bitcoin gerade für alles Übel der Welt verantwortlich. Ne? Also alles, was passiert, die Polkappen schmelzen, das ist Bitcoins Schuld. Der Regenwald brennt, das ist auch Bitcoins Schuld und was weiß ich, das Benzin wird teuer, das ist auch Bitcoins Schuld. Also alles ist gerade die Schuld von Bitcoin. Und dann sagte er noch, das Schöne ist, der Markus, der kommt da immer mit der rechtlichen Sicht darauf. Er sagte zum Beispiel noch, dass es ohne Vertrauen kann es keine Kooperation geben und für die Kooperation braucht es Anreize. Das ist dann, ja, das wäre dann sozusagen wieder mal so in die Schiene auch so, was ich vorhin schon sagte mit den White Hats, also dass man da ein paar Anreize brauchen, dass man da kooperieren. Und dann sagt er, ist noch ganz klar, einfache Regeln sind besser als komplexere. Und dann war noch ein schönes Zitat, Verträge sind ein Zeichen für fehlendes Vertrauen. Na, da hat er das gut gebracht in Beziehungen oder auch in der Ehe. Hat man ja, also die wenigsten haben ja Verträge, ich meine, man vertraut sich einfach so. Ne? Das kann ich bestätigen. Ich habe auch, als ich meine ersten Bücher veröffentlichte mit dem Verleger, der wollte dann auch Vertrag machen und weil beim ersten Mal hatte ich gleich 3 Bücher auf einmal und da habe ich gesagt, nee, mach mal ein Buchrahmenvertrag und dann Einzelverträge, aber nicht für jedes Buch 8 Seiten, die ich mir durchlesen muss. Ja. Und erst beim 8. Buch kam er dann um die Ecke und sagte, du Thor, ich habe hier jetzt so einen Rahmenvertrag, wie du vorgeschlagen hast. Dann habe ich gesagt, du Bernhard, jetzt brauchen wir den auch nicht mehr. Okay. Und ich habe über 20 Bücher bei dem Verleger veröffentlicht, ohne dass wir einen schriftlichen Vertrag hatten. Ganz einfach, weil wir uns einig waren. Ja. Und auch gegenseitig vertraut hatten. Ja. Also das fand ich, das hat mich auch beeindruckt, die Bemerkung von Markus und die ist natürlich auch wahr. So, was haben wir als vorläufiges Ergebnis? Genau, wie es klang jetzt schon in meinen Ausführungen zu den einzelnen Zitaten schon ein bisschen an. Wir haben sozusagen jetzt ein vorläufiges Ergebnis uns aufgeschrieben mit 5 Punkten. Der oberste Punkt, das ist sozusagen die goldene Regel der Moral beziehungsweise der Ethik. Behandle andere so, wie du es dir wünschst, auch von ihnen behandelt zu werden. Also sprich, wenn ich jetzt als Protokollersteller ein DeFi-Protokoll erstelle, dann würde ich mir wahrscheinlich nicht wünschen, beklaut zu werden. Also beklaue auch deine Kunden bitte nicht. Jetzt ist das natürlich, wie du es schon sagst, die Entscheidung eines jeden Menschen, es zu machen, bei Rot zu fahren oder nicht, beziehungsweise das Geld zu stehlen oder nicht. Es steht erstmal so da. Das ist eigentlich eine Regel, die oberste Regel des Rechts auch, wie der Markus sagte.
nachdem wir uns sowieso schon so durchs Leben gehen. Deswegen dachte ich mir, das können wir auch gerne uns für DeFi als erstes aufschreiben. Ja. Dann die zweite Regel kam dann vom Johannes. Die hat mir so gut gefallen, das kann man auch gut ins normale Leben übertragen. Lasst sich nicht dabei überführen, aktiv zu täuschen. Aber da steht halt nicht nur, also das könnte jetzt wieder falsch aufgefasst werden, da steht auch drin, damit ist auch gemeint, fang erst gar nicht an, aktiv zu täuschen. Ja, also ich denke, Mario, ich denke, das ist nicht eine Regel, sondern das ist eine Erkenntnis. Okay, ja. Was er sagt. Aber trotzdem, klar, lass dich nicht dabei überführen, aktiv zu täuschen. Man könnte mir sagen, als Regel, besser fang gar nicht damit an. Ja. Aber genau. Okay, weiter. Das hatte ich auch schon während des Gesprächs gesagt. Das Problem ist eigentlich, dass wir mit dieser ersten Regel, mit dieser goldenen Regel, eigentlich alles schon erschlagen haben. Aber wir haben trotzdem noch auch eine dritte Regel, die habe ich auch schon genannt, behalte angemessene Anreize für Whiteheads bereit, also für diese Whitehead-Hacker, diese guten Hacker, ne? Also sogenannte Bug-Bounties nennt sich das auf gut Deutsch. Da haben wir auch länger geredet in dem Programm. Da gibt es Protokolle, die machen das gut. Da gibt es dann schon ganz schöne Werte, behalten die bereit für kritische Bugs sozusagen. Und dann gibt es wieder, was Sergej erzählt hat, andere, die zahlen halt gar nichts aus. Das, ne, da hatte der dieses eine, wo er die 2-Millionen-Lücke gefunden hat, die haben bis heute, wenn ich das richtig verstanden habe, weder anerkannt, dass der Sergej und der Anton das gefunden hatten, die Lücke, noch wirklich Geld fließen lassen. Also es ging noch schlimmer. Die haben die sogar noch beschuldigt, als noch eine weitere Lücke gab, die aktiv ausgenutzt zu haben. Genau, also da erinnere ich mich wieder an den Spruch von meiner Mutter, tu anderen nichts Gutes, dann widerfährt er nichts Böses. Wenn sie die Klappe gehalten hätten, hätten sie hinterher keine Anfeindung von denen bekommen, aber na gut, es ist halt Leben. Aber im Prinzip ist schon richtig Sorge dafür, das sagt ja auch wieder das Erste, mehr behandle andere so, wie du auch behandelt werden wünscht, und deswegen, wenn ich auch nicht irgendwie meine Nutzer bestehle, dann ist das ja auch was Positives. Ja, genau. Da kommen wir gleich noch. Genau, zur vierten Regel kommen wir auch noch. Das klang auch schon an. Achtet die Urheberrechte und Open-Source-Lizenzen. Also in dem Sinne anderer Protokolle sozusagen. Und macht es eben nicht so, wie es verschiedene andere Protokollhersteller gemacht haben. Zum Beispiel kopiert nicht einfach One-Inch und tut so, als sei es eure eigene, seid ihr über Nacht alleine drauf gekommen. Und das Letzte, es gab noch eine längere Unterhaltung dann über das sogenannte MEV, also das MEV, das Miner Extractable Value, also die Werte, die Ethereum-Mining-Gesellschaft sozusagen aus den Protokollen ziehen kann. Und da war Johannes Andacht noch, und deswegen steht es auch mit hier, sorge dafür, dass es deinen Nutzern so wenig Werte wie möglich verloren gehen. Denn wie wir es zurzeit haben, ist es ja so, die meisten Werte können von den Minern extrahiert werden. Also diejenigen, die Ethereum-Blöcke sozusagen an die Blockchain anhängen. Ne? Und jetzt sollte man bitte dafür sorgen, denn die Werte, die daraus extrahieren, gehen ja den Nutzern verloren. Jetzt sollte bitte dafür gesorgt werden, macht es doch bitte so, dass den Nutzern nicht so viele Werte verloren gehen. Also nicht so viel Geld am Ende. Ne? Wobei das quasi der mit den Werten ist jetzt nicht gemeint, dass Guthaben gestohlen wird, sondern dass die Transaktionsgebühren im, sagen wir, erträglichen Bereich bleiben. Das ist damit gemeint. Ja, genau. Nee, also die Miner stehlen natürlich den Leuten kein Geld. Aber es gibt mit jeder Transaktion eine Möglichkeit, zum Beispiel mit jeder Transaktion auch Arbitrage-Möglichkeiten, die Miner natürlich dann sehen als erstes und fast schon als einzige, die sie dann sich holen können. Also das könnte man genauso gut auch an ein Protokoll oder an den Nutzer, der die Transaktion gerade gemacht hat, auszahlen. Ja, genau. Also sorgt dafür, dass so viel MEV wie möglich wieder bei den Nutzern zurücklandet. Ja, genau. Und das sind sozusagen die Ergebnisse, auf die wir bisher gekommen sind. Jetzt wäre es nochmal interessant, wer sich dann das Gespräch auch anhört, den Link gab es ja bei uns schon im Telegram-Channel. Falls jemand noch andere
Ansichten dazu hat oder noch andere, andere Ideen dazu, nehmen wir natürlich alles gerne her. Was ich noch sagen wollte, der Marius von der Weiden, der auch schon zu Besuch war, der hat sich ja zum Ende auch dann noch gemeldet zu Wort. Ja, der war als Zuschauer sozusagen dabei und der, wenn ich das recht mich entsinne, sagte, dass es in der Ethereum-Entwickler-Community, die haben sich schon sozusagen, die haben schon ungeschriebene Gesetze. Ja, also, aber das sind genau diese Regeln und Gesetze, die eigentlich ja aus der Open-Source-Szene generell kommen. Also die ordentlichen Programmierer, die halten sich eigentlich schon dran. Die bräuchten so ein Code of Conduct gar nicht. Jetzt ist es natürlich fraglich, ob die Leute, die sich schon, die kriminell sind, die sich überhaupt, also da beißt sich das Ganze ein bisschen in den Schwanz, habe ich das Gefühl. Auch Kriminelle halten sich an Regeln, allerdings an andere. Ja. Weil du brauchst für das menschliche Zusammenleben brauchen wir Regeln. Und ohne Regeln funktioniert das Zusammenleben nicht. Ja. So, und wie gesagt, der Mario hat es erwähnt, wenn ihr andere Vorschläge habt oder Meinungen zu dem bisher gesagt, eine andere Meinung, lasst es uns wissen. Geht in unseren Chatkanal auf Telegram, defi-chat. Und der normale Informationskanal ist defi-jetzt auf Telegram. Ich werde das auch nochmal auf der Webseite auf defi.jetzt verlinken, neben dem Video. Und ansonsten danken wir euch für eure Aufmerksamkeit. Erzählt von uns weiter und bis zum nächsten Mal. Genau. Ciao.